Ja, der internationale Chorwettbewerb und Festival steht wieder am Programm, die sogenannten Chortage in Bad Ischl. Wann genau finden sie statt und was steht am Programm? Ja, der internationale Chorwettbewerb findet heute zum 15. Mal in Bad Ischl statt. Er ist vom 27. April bis zum 1. Mai. Es wird ein wunderschönes, buntes Chorfest werden. Es haben sich 26 Chöre aus 14 Nationen angemeldet. Und es werden die Konzerte von frühmorgens bis spätabends sein in der Stadtpfarrkirche, in Pfarrheim, in der Trinkhalle. Beim K&K Hof wird auch Freundschaftskonzerte und der Hauptteil wird im Kongress- und Theaterhaus sein, wo eben das Wettbewerbssingen ist. Es sind um die 950 Sänger und Sängerinnen aus, fast möchte ich sagen, aus aller Welt bei uns. Und es freut mich einfach ganz besonders, dass Bad Ischl auf dieser musikalischen internationalen Bühne wieder der Chormusik zurück ist. Wir hatten ja eine Pause von fast 6 Jahren, weil wir zweimal pandemiebedingt absagen mussten. Und so freuen wir uns schon alle wirklich sehr darauf, dass wir wieder in Bad Ischl sind. Internationaler Chorwettbewerb, Sie haben es bereits angesprochen, man würde fast sagen von der ganzen Welt. Kann man das noch ein bisschen genauer erläutern? Woher kommen denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer? Ja, freilich. Wir haben sehr viele europäische Chöre natürlich, also von Estland über Dänemark, Finnland, Slowakei, Tschechien, natürlich auch österreichische Chöre, Schweizer Chöre, aber es kommen auch Chöre aus China, aus der Republik Korea, aus Jordanien, aus dem Iran. Ich muss ehrlich sagen, mir war gar nicht bewusst, dass dort die Chormusik ein sehr gepflegtes Kulturgut ist und ich freue mich ganz besonders auf diese internationalen Gäste. Und deshalb, weil es heuer so international ist, machen wir eine Chorparade, die wird am 27. April sein, das ist der Samstag, versammeln wir uns am Sparkassenplatz um ca. 18 Uhr. Es wird die Ortsmusikkapelle mit der Weißenbach voranmarschieren und spielen und dann hinterher gehen die Chöre alle in ihren Nationaltrachten bzw. Chortrachten. Und sie tragen alle Nationenschilder und sind auch mächtig stolz, dass sie durch Bad Ischl marschieren. Wir ziehen dann eben über die Pfarrgasse in den Kurpark ein und sie versammeln sich dann rund um den Brunnen und dann wird gemeinsam mit der Musikkapelle die Europahymne gesungen. Und die offizielle Eröffnung ist dann um 19.30 Uhr im Kongress- und Theaterhaus. Es sind übrigens alle Konzerte, alle Bewerbe, ist alles bei freiem Zutritt, also es gibt keinen Eintritt, sodass wirklich jeder, der ein Liebhaber der Chormusik ist, hier auf seine Rechnung kommt. Stellt sich natürlich die Frage, warum findet das genau in Bad Ischl statt? Sie sind ja sozusagen schon ein bisschen so zur Tradition geworden, die Chortage. Ja, Gott sei Dank. Also das freut mich, dass es schon eine gewisse Tradition hat. Wir haben das gegründet 1994, also eigentlich haben wir heuer 30 Jahre. Und ich glaube, eine Veranstaltung, die sich über 30 Jahre in Bad Ischl hält, hat auch seine Berechtigung und findet auch sehr, 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 sehr viele Freunde, die diese Veranstaltung besuchen. Wir haben das damals gegründet eigentlich mit dem Gedanken, dass wir möglichst viele Besucher zum Saisonanfang in Bad Ischl und im Salzkammergut begrüßen können. Und da war eben damals die Idee, dass man das mit Chören versucht, weil Chor ist immer etwas Besonderes. Musik passt zu Bad Ischl. Bad Ischl war immer ein internationaler Ort der Begegnung. Und diese Kombination hat man damals versucht. Und ich muss sagen, es freut mich, dass es jetzt 30 Jahre gehalten hat. Ja, wenn man sich allein die teilnehmenden Personen ansieht und natürlich auch diejenigen, der Musik dann folgen, dann ist das ja ein enormer touristischer Faktor, diese Veranstaltung. Ja, ich werde das in den nächsten Wochen mal alles zusammentragen, wie viele Chöre bereits hier waren, welche Nationen, wie viele zigtausend Übernachtungen das für Bad Ischl und die Region Salzkammergut waren, denn es ist natürlich bei 950 Sängern wohnen nicht alle in Bad Ischl mangels Hotelbetten, sondern wohnt eigentlich die gute Hälfte eigentlich außerhalb und so beleben wir mit dieser Veranstaltung wirklich die gesamte Region. Was mich ganz besonders freut, aber das werde ich noch alles zusammentragen und dann vielleicht findet noch einmal ein gemeinsames Meeting darüber statt.